Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angezockt. Und wie viele von euch war ich auch im Steam Sale ein bisschen shoppen und habe mir ein neues Spiel gegönnt. Und ihr seht es auch schon, natürlich handelt es sich dabei um Hitman. Hitman ist so eine Reihe, die ich eigentlich schon seit Jahren gut finde. Ehrlicherweise, ich habe sie nicht so häufig gespielt, weil irgendwie ist es dann doch immer in dem Augenblick ein bisschen an mir vorbeigegangen, genauso wie Hitman jetzt hier eigentlich auch wieder an mir vorbeigegangen ist. Aber dank dem Summer Sale kommen halt doch gewisse Perlen dann wieder zurück. Allein schon die Hitman-Filme, welche jetzt vielleicht nicht die größten Machwerke in der Historie Hollywoods sind, will ich es mal sagen, aber trotzdem irgendwo nett, wollte ich mir mal einfach auch dieses Spiel gönnen. Das heißt, wir schauen einfach mal, was da Hitman jetzt so kann. Wie immer, in einem Angezockt bin ich ganz frisch, habe noch kein Sekündchen gespielt und dementsprechend bin ich sehr daran erpicht, hier jetzt eine Runde zu spielen. Jetzt werden wir mit dem Hitman-Server verbunden. Textsprache Deutsch, Untertitel lasse ich mal an, dass wir eventuell was lesen können, falls es schlecht verständlich ist. Und dann schauen wir mal, was das Spiel so kann und wie es anfängt. Wie gesagt, für mich auch alles neu. Nun bin ich aber ruhig, denn ihr sollt ja hier auch was davon sehen. Oder halt doch nicht. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein cooles Intro. So, erstmal mache ich hier einen kleinen Ticken leiser. Weil ihr hört, es ist doch recht laut. Ja. Hat es jetzt übernommen? Klingt gefühlt genau gleich, ja. Habe ich wohl dich bestätigt? Bestätigen. Jetzt. Ne, und schon wieder. Ah, okay. Ich habe immer... Okay, ich verstehe. So. Die Kamera zu schwenken. Ja, das ist noch machbar. Erstmal wird man ein bisschen... Hier ein Tutorial eingeführt natürlich. Und Umschalt, Rennen. Auch das kriege ich noch hin. So, und jetzt werden wir natürlich hier in ein kleines Tutorial geschmissen. Finde ich ja sehr angenehm, dass ich jetzt nicht direkt hier jemand abschlachten muss, ohne dass ich weiß, wie es überhaupt funktioniert. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose fieldwork never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Muss sagen übrigens, der Charakter schaut super so aus wie der im zweiten Film. I should leave you to prepare. Also im zweiten Teil hat der, im Film hat er genauso ausgesehen wie hier, der Kerl. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Naja, wir sind wohl im Fokus. Welcome to advanced mission training. This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter, infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate, all without arousing suspicion. And remember,
As an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Good luck, Initiate. Finde ich geil, dass hier das Tutorial aus so einem, ja, auf schon so einem richtigen Tatort in Anführungszeichen stattfindet, jetzt nicht so hingerotzt. You exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. Halten Sie Steuerung gedrückt. Ah, da ist er. So. Soll ich da gleich mal so Hallo sagen, oder was? You are definitely not coming through here. Please, move along. As suspected, security won't allow you on board in your current outfit. Natürlich nicht. Ist ja klar. We should avoid confrontation and look for another way in. Hmm, that mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. Natürlich überwältige ich den mal. Aber sowas von ruhig. Oh, wir müssen mehr drücken. Und zack. Und jetzt darf ich mir wahrscheinlich sein Outfit. Ja, natürlich. Das ist halt typisch Hitman, immer die Klamotten angezogen. Might just work though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious though. Some people are more observant than others. Not bad, Initiate. Ich würde den ja gerne irgendwie verstecken. Sie den Körper. Okay. Da ist er jetzt auf jeden Fall. They won't find him anytime soon. Schon mal safe. Obwohl es nur so ein Tutorial ist, finde ich es jetzt schon gefühlt spannend. Ich weiß, es ist albern, aber ja, es geht mir halt so bei solchen Spielen. Das Spiel speichert automatisch. Ja, alles klar. This particular uniform should get you access through the staff entrance. Just act normal. Na ja. Hold on. That mechanic with his back turned, he's what we call Person, an mit dem Moment he knows his crew and he'll see right through your disguise. So stay out of his line of sight. Okay. Ja, solange der so bleibt. Aber okay. Well done, Initiate. Right. Now for the tricky part. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. Ja, habe ich gesehen. Was konnte ich denn da gerade nehmen? Den Feuerlöscher. So. Wird gespeichert. That is your target. Mr. Ritter. Unfortunately, the place is crawling with witnesses. I suggest you follow him. See if you can't isolate him. Natürlich. Erkennt mich ja keiner in meiner unauffälligen gelben Signalweste. Überwältigen wäre jetzt natürlich ein bisschen früh wahrscheinlich. Jetzt komme ich da wahrscheinlich nicht hoch. Hm, to be expected. Ritter's private deck is off limits for mechanics. Natürlich. If assimilation is the name of your game, you'll need a better disguise. Okay. Also. Ja, sie suchen ständig mit Ehrgeiz. Gegenstände werfen. Okay. Was halten Sie? Hey, don't look. Okay. Well, that's gonna leave a mark. Good thing we have insurance. Genickbrechen ist vielleicht ein bisschen hart und krass, oder? Okay. Aber ich bin ja ein. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. Ach egal. I see what you're getting at. Very unorthodox. I like it. Nicht, dass der hier aufwacht. Ich weiß ja nicht, wie das da so ist. Wie kann ich denn das Ding wegstecken? Ah, okay. Das Ding kann man nachher wahrscheinlich vergiften. Aber kann ich das nicht irgendwie wegstecken? Ah.
Kann ich, wenn ich das jetzt nehme? So, und jetzt, wo habe ich den anderen? Okay, keine Ahnung. So. Ah, finde ich schon mal jetzt klasse. Gefällt mir jetzt schon gut. Hallo, Sir. The target's private deck. Now we're getting somewhere. Ah, but according to intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. Ja, okay. So tread carefully. Jetzt darf ich wahrscheinlich nicht zu nah ran. Ich hoffe, dass der geht von selbst weiter. Hello, sailor. Not a man of simple taste, that Calvin Ritter. Saw this painting, an original Gorka. Ich würde jetzt gerne mich umziehen. Und vielleicht hoffen, dass hier der eine jetzt mal langsam zum Pinkeln muss. Weil dann könnte ich mich natürlich dem nähern, ohne dass der natürlich hier groben Verdacht schöpft. Vielleicht kommt hier einer rein. Muss nicht jetzt irgendjemand mal kacken. Da, da draußen ist jetzt nicht mal mehr jemand. Ah, der wird seine Security wahrscheinlich kennen, der Heinz. Warte mal, da ist ja wirklich niemand. Hey, what? You have been compromised. Quickly, try and lose them and change your disguise. Hey, somebody want to help us out over here? Oh, oh, oh shit! Fuck! This is this! You killed somebody, didn't you? God, Jesus! So? Trying to cover up a murder. Clear out. Bald guy, late 30s, mid 40s maybe. Looks tough as shit. And he was wearing a white naval uniform. So, mal schauen, ob ich jetzt meine Ruhe habe. Das war zumindest erstmal mein Plan, um den weiter zu verfolgen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall mal eine Wumme. Everything okay? Ja, selbstverständlich. So, jetzt beobachten wir mal die Zielperson. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This could be useful. Mhm. Das sehe ich doch auch so. Und scheinbar erkennt mich auch niemand von denen. Hm. Clearly, Ritter doesn't want to be disturbed. Try sneaking around the back. Klar mache ich das. Schlossglocken fehlt, natürlich. Na gut. Das geht mal nicht. Aber ich kann hier einsteigen. Das ist natürlich. So. Dafür, dass das hier so eine Trainingsmission ist, habe ich aber schon zwei Leute umgebracht. Ob das jetzt so nett ist, weiß ich jetzt auch nicht. Also gefällt mir schon sehr gut. Die Frage, wer hat es denn von euch eigentlich gespielt? Use your silent pistol or the client will notice. Your target is down. Now head calmly towards an exit. Well, I have to tell you, I had to catch this.
So, das war jetzt leichter als gedacht. The red car marks your exfiltration point. Simply push the button and you're in the clear. Chillig. Roten Knopf, push the button, don't push the button. Kein Ding. So, hier kennt mich keiner, jetzt keiner so einen Knubbel über den Kopf. Hallo. Ja, ja. Ich bin ein Kerl, so ein schwarzen Outfit. Kein Problem. So, ich will zum Auto, ich hab's eilig. Ich hab dann was, mein Baby liegt da noch drin. Und Mission beenden. Advanced Mission Training complete. And may I say, elegantly done, Initiate. I guess my hunch was right about you. I look forward to the final test. Ja, den Final Test. Da bin ich jetzt auch gespannt. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They can only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Ja, wir Welcome bereiten den Kopf zu brechen. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. Okay. We will be watching. Das machen wir doch jetzt. Dürfen Sie noch mal den Ritterauftrag durchlaufen? Wir können ja. Die Benutzerbeschreibung ist abhängig von ihrer aktuellen Verkleidung verboten. Erringen Sie keinen Verdacht. Ja, okay. Wie kann ich denn das ablegen? Ja, weil ich glaube, jetzt da mit so einem Ding reinzulaufen und alle niederzuballern, könnte man machen. Ist aber jetzt nicht unbedingt Sinn der Sache. Keine Ahnung, wofür man eine Münze gebrauchen kann. Eine Gewaffene ist ein effektiver, jemand abzulenken. Ah ja. Danke für den Hinweis. So. Steht der Heinz da noch? Ja, ich glaube, der ist einfach so das beste Mittel. Ich könnte natürlich auch versuchen... Was ist denn da drüben? Weil ich will die Aufgabe schon noch mit euch jetzt zusammen machen. Aber ich glaube, reinkommen ist nach wie vor der beste Weg, eher da hinten, der Kerli. Weil da muss man sagen, da gibt es natürlich keine bessere Option als ihn hier. So, da verkleide ich mich. Mit deren Anfang werde ich jetzt alles recht gleich behalten, weil... Ja, never touch a running system, aber... Das Genickbrechen sieht ein bisschen interessant aus, aber... Wie gesagt, wir sind hier nicht beim Kindergeburtstag. So, ich hab doch aber... Ach, den Dietrich kann ich... So, ich ducke mich immer. Hallo Jungs! So, da. So, jetzt, er hat mich nicht gesehen. Such an eye for detail. The colors, the fabrics, the art. Kampf um Fake war. Ja. All curated with so much love. So, vielleicht kommt jetzt hier mal jemand rein. Aber da kommt wahrscheinlich eine Frau rein und dann ziehe ich Frauenklamotten an. Okay. Manche Sachen sind nicht gut überdacht. Ja. Hey, it's not like I'm antisocial. I just do that again. Yeah. So.
Ich will mich als er verkleiden. Warum geht das jetzt nicht? Ich kann den aber auch irgendwo ablegen. Okay, das war vielleicht nicht so smart. Ich gehe einfach raus. Die werden schon jetzt hier nicht so sauer werden. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Waffenkisten. Ja, okay. Will ein Wachmann sehen, eine solche Kiste. Öffnen. Warte, das ist die Tür. So, vielleicht kommt hier jemand rein. Das wäre natürlich jetzt ideal, weil dann würde ich den anderen Knirp einfach fertig machen. Und könnte mir dem seine... Wobei, der wird wahrscheinlich eher erkannt als... Ich glaube, das ist alles nicht so clever. Oh, oh, oh. No mechanics this way. I'm sorry. Ja, ja, ist okay. Ja, was ich halt doof finde, dass ich mich nicht verkleiden kann als er hier. Ja, das ist... Weiß ich auch nicht warum. Naja, lassen wir ihn einfach mal da liegen. So, da komme ich hoch. Ich will mich ja auch so ein bisschen umschauen. Ich will mich ja hier... Das muss ja dementsprechend auch alles... So, das ist gut. Den kann ich... Kann ich mich jetzt verkleiden. Das ist schon mal sehr schön. Soll ich nur schauen, dass mich natürlich jetzt, dass ich jetzt keinen über den Weg laufe, der mich jetzt erkennt, als hier der. Ich würde ja gerne das Essen vergiften, zum Beispiel. Aber dafür brauche ich ja natürlich erstmal irgendwie Gift. Das wäre natürlich schon am nicesten. So eine Farbe oder so. Da muss es doch irgendwie sowas geben, was da jetzt hilfreich wäre. Aber scheinbar nicht. Geh zum Engine Room. Ist nur laut. Storage. Warte mal, was ist denn er hier? Er ringt auch, wenn sie beobachtet werden, setzen sie absolut nur, wenn sie niemand beobachtet. Ja. Mal schauen, was passiert, wenn ich den... Wenn ich den hier... ausschalte. Ob da die immer noch die Party so am Gange ist. Na, dann wird es wahrscheinlich die Mucke ausgehen, schätze ich mal. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Leute natürlich eine Party ganz schön scheiße finden, so ohne Mucke. So, der Kerl, der erkennt mich.
So, jetzt muss ich aufpassen. Da drüben sind die. Da drüben sind die am Stehen. Die zwei. Die müssten mal weg. Aber hier gibt es nichts Brauchbares. So, wenn die anderen beiden da weg wären. Hier, geht mal weg. Da muss ich sagen, hat mir mein Outfit vorher besser gefallen. Dann konnte ich hier besser rumlaufen. Ohne großartig Aufmerksamkeit zu erregen. Ah, jetzt sind die anderen beiden weg. So. Okay, das war nicht so gut. So. Das war jetzt alles nicht so schön. Und dann geht es jetzt am Ende doch um die Mission. Da muss man improvisieren. Als Profikiller muss man dann improvisieren. Kennt man ja. Ich kann mich jetzt auch nicht hier umziehen. Und jetzt kommen sie alle hoch. Und jetzt wird ein Shooter draus. Geh mal zu. So, jetzt kann ich mal hier weg. So, und jetzt will er natürlich weg. Das ist ja auch klar. Schau mal, was wir machen. Das Problem, was ich jetzt habe, ich würde gerne meine Waffe ziehen, aber ich glaube, ich habe noch zwei Schuss drin. So. Suchen Sie einen Ausgang. Den kann ich nicht umziehen. Definitely dead ist nett, ja. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Hallo, ich bin Party. Ich bin Party, ist auch nett. So, schön ausgewichen. Da unten erkennt mich keiner. Das ist sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt hier so schön entlang laufen. Und auch wenn die Mission jetzt nicht schön erfüllt, weil ich wollte sie eigentlich doch ein bisschen anders erfüllen. Aber am Ende muss man halt leider als Killer das machen, was man machen soll. Und zwar killen. Und hier, Mission beenden, push the button. This exercise is available for as long as you need. When you are ready to advance, you have only to let us know.
So. Mission erfolgreich. Ja, damit würde ich sagen, haben wir auch dann hier das Angezockt beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder ein bisschen was anderes auf dem Kanal zu sehen. Mir persönlich hat es wirklich gut gefallen und es wird ein Spiel sein, mit dem ich bestimmt noch die eine oder andere Stunde Spaß haben werde. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.